Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Star Wars Battlefront im Spielmodus Fracht auf der Karte Zoro Sub Pipelines. Eine neue Karte und der Frachtmodus, das ist eine Seltenheit. Das ist eine Seltenheit, so eine Karte zu erwischen. Und mal schauen, was hier so gegeben ist. Wir sind am Start mit dem DH-17, meiner Lieblingswaffe im Moment, wegen Inbar. Aber ich werde demnächst auch nochmal ein paar neue Waffen ausprobieren. Also erstmal die neuen Waffen nochmal ein bisschen spielen. Vor allem die Blasterpistolen, die es dort gibt. Vor allem die eine, die große Blasterpistole, gefällt mir da eigentlich auch sehr gut. Was ist der Typ? Hat er sich verpisst oder was? Okay, dann gehe ich mal. Oh, da kommt einer, oder? Da oben läuft einer. Ich höre sie doch rufen überall. Ich höre sie doch überall rufen. Da hinten schießt einer auf mich, oder? Das Arschgesicht. War da nicht noch einer in den Trümmern? Nein, mit was hat er mich denn getroffen? Wahrscheinlich hat der eine, der Camper, der rechts campt, dieses DLT-19X, mich runtergeschossen auf 10 HP. Und der andere hat mir dann den Rest gegeben. Die kleinen Camper-Arschlöcher, ich wusste, dass sie dort irgendwo sind. Ich wusste es einfach. Oh, wartet, euch werde ich mir holen. Wir haben die Waffe. Beschützt sie. Vielleicht nur ein Stich hier. Wow, das war richtig schlecht von mir. So, jetzt hole ich euch. Ah, da kommt noch ein zweiter da raus. Ich glaube es nicht. Ja. Dieses One-on-One ist mir nie vergönnt. Sehr selten. Meistens gewinne ich das One-on-One. Ah, die kleinen Penisköpfe kämpfen dann doch lieber zu zweit gegen mich. Da ist doch bestimmt einer drin, oder? In dem Gang. Wir haben die Kraft erbeutet. Hier war. Wo kam er denn her? Krass. Gucken, ob da oben niemand campt. Und schnell, ab geht die Luzi. Vor mir sind auf jeden Fall welche. Ah, da kriegst du von hinten mit dem DLT-19X in den Rücken. Auf 10% AP und dann kommen da vier Krepeltypen vor dir. Ah, ich hab auch immer ein Pech, oder? Es spawnen da vier Leute vor mir, an denen ich irgendwie vorbei muss. Ah, er hat mir auch noch wieder einen gegeben. Dafür, dass er so schlecht, so spät gezielt hat, so spät geschossen hat. Hier sind doch noch Gegner irgendwo. Da oben. Nach wie vor brauche ich auch immer noch Kills mit der Deoxys-Granate. Hier rechts wird wieder der Camper-Krepel-Typ sein, das weiß ich. Ah, da steht, da ist er wieder irgendwo. Er hat mir gerade wieder einen gedrückt. Irgendwo muss der sein, der Typ. Hä? War das der gleiche Typ hinter mir? What the fuck? Egal, wir machen auf jeden Fall gut Druck. Wir sind auf jeden Fall das bessere Team. Das merkt man einfach. Ja, hast du versucht, dein Sprungpack zu ziehen, ne? Ah, da war der Typ mit dem DLT-19X. Jetzt ist hier die große Spawn-Action. Großer Partner-Spawn und Krepel-Spawn. Da oben campt auch noch einer rum.
Jetzt hätte ich von hinten beschossen. Oder doch nicht? Jetzt kommt doch da mit der Frachtmann raus. Oder ist er raus? Ich weiß es nicht. Nein, er ist gestorben. Jetzt haben wir hier einen mit Schild am Start. Sehr schön. Nein, und da kriege ich noch einen in den Rücken, weil ich hänge bleibe an so einer ekligen Schrottmüll-Dings, was da rumliegt. Na egal, schnell zum Frachtträger. Komm, Junge. Ich beschütze dich. Aber mein Team macht es gut. Mein Team macht es gut. Wir sehen hier zu viert. Sind wir am Start. Ich laufe mal hier lang und gucke, ob in der Basis nicht noch jemand wartet auf ihn, der ihn hier abkrepeln möchte. Nein, sieht nicht so aus. Sehr schön, 7 zu 3 für uns. Na komm schon. Die sind alle sehr am Campen, ne, das andere Team. Die trauen sich gar nicht mehr raus aus ihrer Basis. Ja, auf die Distanz, da ist es dann mit der Waffe doch ein bisschen zu krass. Die ist nicht schlecht auf die Distanz, aber auf die Distanz, dann ist es doch heftig. Ja, von hinten, das ist der eine kreative Typ, der doch wieder umgekehrt ist. Unglaublich, wie man so spielen kann. Ich weiß nicht so genau, was diese kleinen Zahlen bedeuten bei Verteidigen und Holen. Ob das heißt, dass das schon drei Leute machen im Moment? Ich weiß es nicht. So, das ist, denke ich mal, safe. Da oben ist schon wieder einer. Die sind so defensiv, die Typen. Das ist echt heavy. Die Oxus-Granate reingezimmert und außen rumgelaufen. Aber ich wurde, glaube ich, eh schon gesehen, dass ich hier lang bin. Oh, krass. Krass. Was war das für ein... Was hat er mir da für einen Schaden reingedrückt? Oh, shit. Die haben ja unsere Fracht. Ah, sehr nice gemacht von meinem Teammate. Wieder an der Basis. Haltet die Rebellen diesmal davon fern. Machen wir. Ich versuche zumindest... indem ich angreife. Ja, die sind schon ziemlich eklig, wie die spielen. Weil die so defensiv spielen und so krass campen. Jetzt ist gerade reingezimmert. Ja, das war jetzt nicht gerade dein bester Einfall, hier rauszuspringen. Die Sache ist ja nur die. Boah, macht so einen Schaden, ey. Oh, der hat uns beide geholt. Komisch, dass ich da gerade überhaupt den Partner-Spawn machen konnte. Oh shit. Meine Waffe überhitzt. Denn mein Partner war ja hier mitten im Gefecht. Na, kein Backup von meinem Partner. Da campen die Leber da oben rum, statt mal mitzukommen. Naja, und der Respawn ist natürlich nicht unterbunden. Ne? Du kannst ja trotzdem respawnen. Das war gerade schon wieder der erste Respawn, der mich da getötet hat. Jetzt komm schon, stirb doch endlich. Das war ein krasser Move. So, hier war aber noch einer. Hier ist auch mindestens noch einer. Eher sogar zwei, die hier rumcampen. Guckt euch das an. Was das für eine Camper-Action ist. Was das für eine kranke Camper-Action ist, was die da machen, die Jungs. Deswegen unser Respawn noch ziemlich weit vorne, oder bilde ich mir das ein? Hm.
nur die eigene Basis im Sinn. Habe ich sie beide? Ich habe sie beide geholt, oder? Hm, netter Schuss. Gehen wir da mal die Dioxis-Granate hin. Jetzt hoffen, dass von da der Großteil des Respawns kommt. Ah, von hinten wieder. Und wo spawnt der Typ? Unglaublich. Er schießt da. Ah, ich hasse Teammates, die immer auf einen schießen. Das verunsichert mich immer. Das hat jetzt schon wieder 2-3 Sekunden gekostet, die ich schon nach vorne hätte rushen können. Jetzt alle mit allen Mann in der Basis bei sich, oder was? Guckt euch das an. Da oben campt einer. What the fuck? Okay. Ja, er hat natürlich das Streugeschütz ausgerüstet, wenn er um die Ecke kommt da. Sollte es auch anders sein. Das ist doch nicht mehr schön, dass ihr da jetzt in der Basis campt. Ich mach mal einen Scan. Oh ja, er sitzt da mit seinem Streugeschütz und CA87. Ich könnte, habe ich was anderes dabei noch? Könnte die Hand mal mitnehmen, aber die bringt auch nicht sehr viel mehr. Scout-Pistole halt stattdessen, statt Streugeschütz. Streugeschütz bringt mir jetzt hier nicht viel, leider. Scout-Pistole aber leider auch nicht. Vielleicht eher was Granatenmäßiges. Ein Thermaldetonator oder sowas. Wo denn? Ach, komm schon, ey. Wow, habt ihr das gesehen? Das, im Hintergrund ist so ein krasser Vulkan. Das ist mir noch nie aufgefallen. Nice. Bin sowieso großer Fan von den neuen Karten. Find die alle sehr schön. Ja, das ist doch, was ich brauche. Und ich wette, ich mache keinen einzigen Kill damit, weil ich wahrscheinlich genau Pech habe und... So, jetzt haben wir sogar die Fracht gerade. Normal im Programm mal schön reinzimmern. Und ich wusste es, dass ich keinen hole. Jetzt ist Granate mal dahin. Rebellen haben die Fracht verhindert, dass sie sich zu ihrer Basis bringen. Von hinten werde ich irgendwo angegriffen, oder? Ich habe gerade einen Schuss von hinten bekommen. Ich krieg die ganze Zeit Schüsse von hinten und weiß nicht woher. Da muss irgendwo ein Camper sein. Da ist schon wieder der nächste Camper oben. Das ist unglaublich, diese Leute. Und die Sprungpack hat er auch noch. Oh, das war nicht gut. Hä? Hier war doch noch ein Camper, oder? Die waren noch zu zweit. Frachtkiste ist in Feindes Hand. Ich hätte jetzt gedacht, dass das zwei Camper-Typen waren. Bleib mal hier mit der Fracht ein bisschen. Das kann ich dich nicht sichern. Die Fracht ist der Allianz in die Hände gefallen. Ja, unser Frachtträger gibt hier ordentlich Gas. Komm hinterher. Vielleicht sollte ich lieber die andere Fracht unterbinden. Der ist nämlich auch fast durch, der Typ. Noch eine, dann haben wir es geschafft. Nein! Umgebungsbombe. Die haben die Fracht geholt, oder? Aber egal, wir haben trotzdem gewonnen.
Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.